Jetzt hast du zum zweiten Mal schon den Begriff Faschismus verwendet. Warum würdest du sagen, dass, erstmal würdest du sagen, dass die Bundesrepublik ein faschistischer Staat ist? Das so allgemein, nein, so würde ich es nicht fassen. Die Bundesrepublik ist aus meiner Sicht kein faschistischer Staat. Sie ist ein gescheiterter Staat inzwischen, weil sie von einem faschistischen Regime inzwischen beherrscht wird, das sich speist aus einer langen Tradition der Parteienkorruption. Klingt jetzt vielleicht wie Wortklauberei, aber es ist ein wichtiger Unterschied, denn ich denke auch, und da bin ich jetzt ganz bei meinem Freund Dieter Dehm, ist sicherlich kein Faschismus im Endstadium, in einem hochentwickelten Stadium, wie wir ihn eben bei den Nazis erlebt haben oder ähnlichen Situationen unter Stalin. Da bin ich ganz Hufeisentheoretiker. Ich sehe wenig Unterschiede bei diesen Gewaltherrschaften. Ja? Faschismus kann man verschieden definieren. Es gibt verschiedenste Definitionen. Im Kern steht aus meiner Sicht die Hybris, ja, die Arroganz, die menschenhassende Arroganz einer Gruppe zu sagen, wir sind moralisch, biologisch, sonst wie überlegen, wir streben nach der Errichtung einer Herrenmenschherrschaft in irgendeiner Form, ja, ob das jetzt biologisch durch Zucht ist von blonden, blauäugigen Recken oder von bioökologisch dynamischen Veganern, wie auch immer, ist letztlich Wumpe, dass es auszeichnet ist, dieses kämpferisch Vernichtende gegen die, die das nicht wollen. Im Faschismus kannst du nicht sagen, lass mich einfach in Ruhe, ich mache hier mein Ding, mach mal da, ich bin hier, alles in Ordnung. Nee, funktioniert nicht. Die kommen noch, anders als beim Totalitarismus, der den Anspruch hat, alles zu steuern, überall zu sein. Der Faschismus sagt noch, nee, wenn du nicht für uns bist, dann musst du vernichtet werden. Dann bist du nämlich minderwertig. Dann gefährdest du nämlich das Wohl der Gruppe. Du zersetzt ja hier die Moral und die Biologie. Ja? Und das kann sich komplett gegen jeden richten. Faschismus ist nicht darauf begrenzt, eine Gruppe wie Juden hassen und ermorden zu wollen oder Behinderte oder wen auch immer. Ja, das Göring sagte so treffend, da hat er leider recht, wer Jude ist, bestimme ich, weil es im Prinzip beliebig ist. Es ist schrecklich beliebig. Der Faschismus ist ja im Kern einfach Menschenverachtung. Es ist Hass. Es ist einfach nur vom Negativen her definiert. Er will ja auch nichts Positives. Er strebt ja nicht in Selbstkritik nach objektiver Verbesserung und lässt sich an irgendwelchen Dingen messen, sondern er postuliert. Er erklärt dir, du musst jetzt das tun zum Wohle der Gemeinschaft. Ja? Und jetzt kann man, das lasse ich absolut gelten, sagen, na, Moment mal. Aber das ist dann eher eine stalinistische Form, wenn es in die Richtung geht, oder eher jenes, wenn es dahin geht. Legitim. Aber ich berufe mich auf René Schlott, einem der anerkannten Faschismusforscher in Deutschland. Der sagt ganz klar, ja, ich habe recht, das ist Faschismus. Insofern sage ich sage es mit Schlott. Ja, Stalinismus würde ich sowieso nicht sagen, weil das ja nochmal ein ganz anderes ökonomisches System war. Also da hatte man ja eine kommunistische Partei, die die gesamte Wirtschaft kontrolliert hat. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Wir haben ja diese Trennung von Wirtschaft und Politik, die natürlich auch verzahnt sind. Ja, natürlich sind die verzahnt, natürlich sind die verzahnt. Aber du hast noch die Trennung zwischen Wirtschaftsbossen und politischer Verantwortung. In so einer, ja, also in einer Ja, völlig stalinistischen anders, ja. Sowjetunion war das ja eins. Naja, absolut. Nein, nein, völlig. Ich finde ja auch wieder ein wichtiger Punkt. Faschismus aus meiner Sicht weder rechts noch links. Ja? Die Diskussion, war Hitler jetzt links oder war er rechts, das halte ich für Blödsinn. Ich halte sie auch immer für eine Scheindiskussion, die immer von der Seite geführt wird, die schuldlos werden möchte. Also so ein stramm Rechter sagt ja immer, Hitler war links. Ja, ihr habt es ja mit rechts und dann denke ich mir, interessiert mich nicht. Also du willst ja nur irgendwie dein Recht sein von Hitler trennen oder so. Ne? Das soll der Unsinn. Es kommt ja auch aufs Ergebnis, aufs Gleiche raus. Weißt du, wenn ich irgendwie in einer Erschießungsanlage geführt werde, interessiert es mich nicht, ob der links oder rechts ist. Dann ist das ein Mörder und dann ist das ein Schwein. Und ich glaube nicht, dass die Ideologie des Linken oder des Rechten oder die politische Lehre in irgendeiner Weise so ähnliches rechtfertigt. Weder folgt es nach meinem Verständnis aus einem linken oder einem rechten politischen Weltbild, noch lässt es das zu. Ich halte es für etwas Unabhängiges. Insofern ist es nach meiner Überzeugung, der Faschismus kann ebenso links wie rechts tingiert sein. Im Kern hat er nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun, staatsnah oder staatsfern, sondern ist diese menschenverachtende Logik. Und deswegen sage ich, der Feind steht für mich weder links noch rechts. Ja, aber es gibt einen Punkt, auf den würde ich schon noch gerne eingehen. Also in einem faschistischen Staat, um das jetzt mal ganz beispielhaft zu sagen, da könnten wir dieses Interview jetzt nicht führen. Also da würde mindestens ich, der sich ja auf dem Staatsgebiet der BRD holte, befindet, da würde das ja abgebrochen werden. Also faschistischer Staat beinhaltet immer auch eine offen terroristische Diktatur. Also gar nicht den Versuch, so einen Parteienpluralismus zu inszenieren, wie viel Simulation das jetzt ist und wie viel echter Parteienpluralismus, darüber kann man sich dann auch nochmal streiten. Aber wir haben ja mehrere Parteien. Also im Faschismus, da würde eine Partei sagen, so, wir sind die einzige Partei und alle anderen werden verboten.
Absolut. Nur, du beschreibst gerade das aus meiner Sicht, was der Endzustand eines faschistischen Staates ist, ein voll entwickelter Faschismus. Ich bin stimme auch der Meinung, das sind wir nicht. Also das ist Deutschland noch nicht. Aber in den letzten 3 Jahren, wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal die Skala von 0 bis 100. Und 100 ist Hitler und 0 ist Tom Hanks, war mal in so einer Late-Night-Show, ne? Die Hitler-Hanks. Das finde ich nur nicht, dass Tom Hanks das Gegenteil von Hitler ist, aber sagen wir, ist der die perfekte Demokratie? Ja? Und behaupten wir einfach mal, jetzt schreien ganz viele, dass die Bundesrepublik vor 5 Jahren noch die perfekte Demokratie war. Einfach mal nur für den Fall der letzten 3 Jahre. Denn sind wir aus meiner Sicht, der letzten 4 Jahre, sind wir aus meiner Sicht momentan schon über 50, auf einer Skala bei über 50 Punkten. Die Geschwindigkeit, mit der, du hast es vorhin selber gesagt, dass die Unschuldsvermutung abgeschafft wird, die Pressefreiheit abgeschafft wird, indem eben jetzt Frau Badenberg verlangt, dass Desinformation unter Strafe gestellt wird, der Überwachungsstaat sich ausgeweitet hat in einer Weise, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was an Unterlagen, was an Zusammenführung jetzt an Dokumenten kommt mit dieser zentralen Identifikationsnummer der Steuer-ID, die da gemacht wird, ne? Das digitale Zentralbankgeld, was für Herbst angekündigt ist. Also die Liste lässt sich ja beliebig fortsetzen von tatsächlichen Einschränkungen der Freiheit. Jetzt hat das Mettbrötchen der CDU, ich weiß nicht, wer heißt Mario Mettbrötchen, der damals gegen Höcke in diesem Fernsehduell angetreten ist, hat doch jetzt allen Ernstes in einer Rede im Landtag gesagt, es solle in Zukunft Social Media Lizenzen geben, die man dann verwirken kann, wenn man als Gefährder im Internet ist. Da ist auch wieder dein Wort, ja. Also du hast ja völlig recht. Noch können wir dieses Gespräch führen, aber die Frage ist doch, wie lange noch? Ja, das ist ja auch interessant. Ich stimme dir auch zu, dass die Maßnahmen gegen die Opposition immer mehr werden. Vor ein paar Jahren war es noch eine Ausnahmeerscheinung, dass YouTube-Kanäle gesperrt wurden. Das ist durch Corona völlig normalisiert worden. Vor ein paar Jahren war es eigentlich auch absurd, dass Demonstrationen genehmigt werden mussten. Das ist durch Corona auch Normalität geworden. Das hat man jetzt auch im Nahostkonflikt gesehen, dass dort massenweise Pro-Palästina-Demos erstmal verboten Varoufakis. wurden. Varoufakis Ja. Einreiseverbot. Das ist ja was ganz Neues. Das ist ja jetzt erst gekommen. Betätigungsverbot, das gab es vorher nur gegen ISIS. Ja. Das Also. muss ich mal überlegen. Also, Varoufakis ist nur wirklich ein Linksaußenmann. Das ist amtlich, ja, egal wo man steht. Also, Varoufakis ist alles, nur nicht rechts und auch kein Terrorist oder Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir leben in einer Zeit, in der ehemalige Geheimdienstchef unter Beobachtung des Gegenwärtigen steht und Minister anderer Länder, die gerade noch am Verhandlungstisch saßen, nur nicht mehr einreisen dürfen, weil sie was sagen, was dem Staat nicht mehr gefällt. Und das ist ein ganz wichtiger Faschismuspunkt, wir leben in einer Zeit, in der wieder ein General im Fernsehen für Krieg trommelt und unisono der Gesundheitsminister, die Bundesbildungsministerin, der Wirtschaftsminister sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir sind schließlich auch Kriegsminister. Hurra, Krieg! Und Herr Pistorius, der unbedingt Kriegskanzler werden will und seit spätestens 5 Jahren, da ziehen wir endlich zu Felde gegen den bösen Russen. Auch eine ganz massive, wichtiger Punkt für den Faschismus ist der Militarismus, der da kommt. Ich fürchte, wir werden sehr bald wieder jede Menge Uniform erleben. Hat ja auch wirklich der Breuer so angekündigt. Er hat es lustiger, ne? Mehr Flecktarn auf der Autobahn. Also, ja, all das kommt mit richtig hoher Geschwindigkeit. Und das Argument, noch ist es nicht voll entwickelt, da sage ich immer, okay, wenn es in einem Jahr in einem ähnlichen Zustand noch ist wie jetzt gerade, dann bin ich bereit zu sagen, wir entwickeln uns nicht weiter zum Faschismus hin. Aber aktuell halte ich es für zutreffend zu sagen, wir gehen mit Vollgas, gehen wir auf einen voll entwickelten Faschismus hin und wesentliche Elemente sind schon da. Ja, ganz so dramatisch würde ich es nicht sehen. Also es gibt ja in Deutschland auch beispielsweise noch nicht die Ermordung von Oppositionellen. Also das ist ja etwas, was es in vielen Staaten auf Weiß dieser ich Welt nicht. gibt, die keine faschistischen Staaten sind. Ich weiß es nicht, ob es das gibt, muss ich dir ehrlich sagen. Also, man muss immer sehr aufpassen also, es gibt den schönen Satz, mag sein, dass ich paranoid bin, aber sie versuchen trotzdem, mich umzubringen. Bei dem, was ich in letzter Zeit erlebt habe, nicht nur an mir selbst, sondern bei vielen Kollegen, bei den plötzlich und rätselhaft verstorbenen kritischen Menschen, ob das nun Herr Ohofen ist oder andere Wirtschaftsvertreter, frage ich mich sehr wohl. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich selber hätte mir vor 3 Jahren nicht vorstellen können, dass das Regime ermordet. Jetzt sage ich ganz klar, Nancy Faeser ist in der Lage und willens und bereit, einen Mord zu begehen für ihre Macht. Das hat sie ganz klar bewiesen. Sie hat beispielsweise die GSG 9, also das SEK der Bundespolizei, hineingeschickt zum Stürmen einer Wohnung von Björn Lars Oberndorf. Ist bekannt, ist auch medial berichtet worden. Das ist der
überaus friedfertige Vorsitzende des Vereins Polizisten für Aufklärung, also ein Behörden-, ein Beamtenverein von kritischen Beamten, eine Polizeiversion des Netzwerks Christa. Und dieser Björn Lars Oberndorf wurde mit der GSG 9 morgens aus seinem Bett geholt. Und die GSG 9, auch die SEK, die gehen nicht mit gesicherten Sturmgewehren in Wohnungen rein. Die gehen mit entsicherten Gewehren in Wohnungen rein. Und wenn da jemand zuckt oder an der falschen Ecke steht, fängt der eine Kugel. Das heißt, so eine Truppe reinzuschicken in ein Haus bedeutet, billigend in Kauf zu nehmen, dass jemand stirbt. Das ist eine ganz schwierige Ermessensentscheidung, die dann zulässig ist, wenn man sagt, da geht es um das Leben eines Menschen, eines Opfers, der entführt wurde, was auch immer. Aber wenn in so einem Kontext politischer Schikane eine solche Einheit eingesetzt wird, sage ich ganz klar, Nancy Faeser ist eine Mörderin, und zwar eine bedingte Mörderin nach meiner Meinung, eine, die sozusagen eine gedungene Mörderin, die das vielleicht noch nicht vollbracht hat, diese Tat, aber die absolut in der Lage ist, auch schon bewiesen hat, dass sie einen solchen Mord zumindest billigend in Kauf nimmt und einen bedingten Vorsatz hat. Und das ist eine Regimetötung, doch, wenn es kommt. Und dazu haben wir Tote auf den Demonstrationen, an diesen Anti-Corona-Demonstrationen. Es gibt mindestens zwei Dokumentierte, die in Obhut der Polizei verstarben, nachdem sie Polizeibrutalität abbekamen. Ja, da kann man jetzt auch argumentieren, ähnliche Todesfälle mag es in der Vergangenheit gegeben haben, davon weiß ich nicht, das kann sich gegen andere Gruppen gerichtet haben. Aber doch, im Kontext dieser Anti-Corona, dieser Corona-Kritiker-Terrorisierung sind Menschen gestorben und es wurden Tötungen in Kauf genommen, oder mögliche Tötungen in Kauf genommen. Insofern sage ich doch, ja, wir sind noch nicht so weit, und das ist der Unterschied, dass offen Menschen exekutiert werden oder einfach verschwinden und man sich keine Mühe macht, das irgendwie zu vertuschen. Da stimme ich völlig zu. Das ist was anderes, als wenn zu Gestapo-Zeiten plötzlich ein Auto vor dem Haus hielt, dann da zwei Herren im Trenchcoat ausstiegen und dann ist der Nachbar verschwunden. Da sind wir offenbar noch nicht. Und ich hoffe sehr, dass wir da nicht hinkommen. Ja, und das würde mir halt fehlen, um den Faschismusbegriff zu verwenden. Das darfst du so sagen, ja, und ich würde mich dafür einsetzen, ich würde dafür streiten, dass du es ewig so sagen darfst. Ich bin anderer Meinung, ja, denn was macht den Faschismus aus? Was beschreiben wir mit so einem Zustand? Wir nennen Deutschland eine Demokratie, wir haben sie immer eine Demokratie genannt. Ich bleibe auch dabei, nicht perfekte Demokratien zu nennen. Ja, und ich glaube, es geht nicht darum, dass bei so einem Begriff der Maximalzustand erreicht sein muss, wenn der Wesenskern vorhanden ist und wenn das Wesentliche damit ausgesagt ist. Und dennoch bleibt es völlig legitim. Also ich habe auch nicht den Anspruch, nur alle Leute darauf zu kriegen, dass sie sagen und zustimmen, ja, das ist bereits Faschismus. Aus meiner Sicht ist es das. Aber über diesen Begriff zu streiten und genau die Begriffe diese Definition rauszuarbeiten, halte ich für sehr wertvoll. Da soll sich jeder selbst ein Urteil bilden, ab wann es das für ihn ist. Ja, ich will die Begriffsdiskussion jetzt auch nicht noch weiterführen, aber dieser Demokratiebegriff, ich weiß nicht, ob man den so hochhalten muss, denn die meisten westlichen Demokratien, die sind ja auch, als die staatliche Repression deutlich geringer war, waren das ja auch eher Oligarchien. Also die Meinung des obersten Prozents hat sich viel stärker durchgesetzt als die Meinung der unteren 99%. Da gibt es jetzt natürlich große Unterschiede, wenn du jetzt, keine Ahnung, Deutschland bzw. vorher Westdeutschland mit der Schweiz vergleichst, dann sieht es in der Schweiz schon wesentlich besser aus. Aber diese grundsätzliche Tendenz, dass Demokratien immer dazu neigen, dass ja die Mehrheit sich nicht durchsetzt, das hast du schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Siehst du, da kann man jetzt auch sagen, da kannst du jetzt argumentieren, sagen, was ist es dann? Ist es eine vielleicht noch in Einzelteilen demokratisch legitimierte Oligarchie? Ja, ist es noch etwas anderes? Ich bin zumindest der Meinung, es ist offenkundig geworden, dass die Bundesrepublik keine Demokratie ist. Das kann man jetzt sicher sagen, egal aus welcher Schule man da kommt. Man kann natürlich auch grundsätzlich sagen, die Demokratie ist gar nicht zu verwirklichen ohne, je nachdem, wo man da jetzt links oder rechts steht, kann man sagen, ohne eine Sozialisierung von Produktionsstätten. Das wäre jetzt eine sehr kommunistische Ansicht. Ich glaube halt nicht, dass diese platonische Reinstlehre für so einen Begriff, das ist, was in der Realität erreicht werden muss. Weißt du, nimm eine Beziehung. Da weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Und jede Beziehung, die man so führt, ist ja meist nicht immer so perfekt. Und dann kann man sagen, na, bin ich jetzt noch verheiratet oder nicht? Also klar, da hat man ein Papier, da steht es drauf. Na, ich bin nicht verheiratet, deswegen muss ich ja nicht hingucken. Aber ausgemacht wird es ja durch andere Dinge. Ja? Und wo man halt den Wesenskern dann festmacht, das kann man streiten. Ich stimme jetzt zu, Deutschland ist keine Demokratie mehr. Was müssen wir tun, um eine Demokratie zu werden? Das wäre eine interessante Frage. Ja, die Frage kannst du uns, glaube ich, erstmal beantworten. Was müssten wir tun? Ja, ich kann dir aus meiner Sicht dringend notwendige Mindeststandards nennen und dann müssten wir darüber reden, und zwar wirklich alle, die Bürger, weil das ist die Demokratie, ja, was dafür nötig ist.
Ich bin mittlerweile auch da bei den bekloppten Ossis, die immer so verschrien werden als demokratieuntauglich. Da habe ich am Anfang immer gedacht, lass mir in Ruhe mit diesen Artikel 146 Grundgesetz und solche Sachen in freier Entscheidung neue Verfassung verabschieden. Ne? Wir haben ja eine Verfassung, die ich auf dem Papier toll finde. Ich finde es super, was da im Grundgesetz steht, im Prinzip von vorne bis hinten. Und das Problem ist, es wird nicht gelebt. Das ist wie mit vielen Dingen. So sagen überzeugte Sozialisten und Marxisten, wenn man sich nur dran halten würde, wäre die Welt ein Traum, aber es ging ja immer in die falsche Richtung. Das ist wohl so, nicht? Das, was auf dem Papier steht, ist geduldig. Ich glaube, was einer Demokratie momentan am meisten im Weg steht in Deutschland, vielleicht sind wir da beieinander, ist die unfassbare Korruption der Oligarchien, die dahinter steht. Und das ist ein politisch-industrieller Komplex. Ich nenne ihn immer die Parteienkorruption. Das ist für mich der treffendste Begriff oder der schärfste Begriff. Weil aus meiner Sicht in diesen Altparteiensystemen, und das ist die Frage, wo ist dann da die AfD? Ne, die ist so ein Mittelding irgendwie, die ist auch eine Partei nach altem Muster, ist da noch nicht so ganz drin. Aber sagen wir mal, alle ohne die AfD, alle, die schon mal an der Regierung waren irgendwo, sind mindestens Altparteien und sind dieser Parteienkomplex aus meiner Sicht, dieser Korruptionskomplex. Die sind eng verwoben mit Großkapital, ja, mit den Banken, mit dem Verteidigungssektor, mit dem Pharmasektor. Und diese Korruption zu zerschlagen, das ist aus meiner Sicht eine Conditio sine qua non. So, und wenn wir das geschafft haben, wird danach trefflich zu streiten sein in der Demokratie, wie viel soziale Marktwirtschaft wollen wir, wie viel ganz freie Kapitalmarktwirtschaft wollen wir. Das macht die Demokratie dann aus, dass wir darüber streiten. Aber die notwendige Voraussetzung ist die Ermächtigung der Bürger und die Schaffung von Transparenz in diesen Entscheidungsstrukturen und die Teilung von Macht gegen diese Machtkonzentration, die wir da haben.